Und damit herzlich willkommen zum Spiel gegen die Münchner. Zu Hause im Olympiastadion wollen wir jetzt die ersten 3 Punkte der Rückrunde holen. Und zwar, ja, vieles nicht passiert, ist ja jetzt auch nicht viel Zeit dazwischen gewesen. Gab nochmal ein neues Angebot für Björka, diesmal von Mainz. Das werden wir aber sicher nicht machen. Das bringt dem Spieler noch weniger und uns auch nichts. So, zu den Bayern. Knapp gewonnen letztes Spiel gegen die Frankfurter. Waren zwar das bessere Team, aber Frankfurt im 4-2 3-1 ganz gut mitgespielt. Testspiel gegen Eindhoven ging verloren. 1-0. Die haben im 4-2-1-2, 4-1-2-1-2 so gespielt. Und ich bleibe dabei. Wenn man gegen Bayern sich hinten reinstellt, verliert man das Spiel 100%. Wenn man aber versucht, offensiv zu spielen und die auch mal zu pressen, dann kann man da was holen. Und deswegen gehen wir wie bisher immer ran mit 4-2-1-3 und werden dann mal gucken. Ja. Ob wir vielleicht die Bayern ein bisschen überraschen können. Vielleicht ein bisschen besser machen, uns anstellen als gegen Dortmund. Wir sehen uns gleich. Und so gehen wir es an mit ja, ein paar kleineren Änderungen. Bayer, Björkan bleiben. Burimovic kommt rein für Gechter, weil er einfach vielleicht ein bisschen erfahrener, ein bisschen sicherer noch ist gegen so ganz große Gegner. Nichts gegen Linus, aber ich möchte das gerne heute mit den zwei erfahrenen IVs probieren. Davor Dardai Torreira, klar, Diomande wieder drin statt Mausehund und Podence Meka auf den Außen vorne drin, Velis, unser Traumsturm aus der Hinrunde. So gehen wir rein, die Bayern, wie es aussieht, im 4-2-3-1. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir uns da auf jemanden speziell konzentrieren, weil das Team ist einfach an sich extrem gefährlich, da müssen wir eh auf jeden aufpassen. Und Alexander Nübel hat sich mittlerweile dazu entschlossen, auf die Bank zu setzen. Ah ja, kam es da zu einem Umdenken bei dem guten Mann. Ja, Kimmich übrigens als Rechtsverteidiger, wie es aussieht, könnte für uns ganz geil sein. Vielleicht kriegen wir da eine Revanche hin. Diomande, brauchst nicht nervös sein, sondern mach dir keinen Druck. Naja, komm, machst den Unterschied. Lukas, du auch. Ja, Daniel fühlt sich jetzt wieder alleingelassen. Und Martin, geh bitte mit breiter Brust raus. Auf geht's. Sie haben eine furchtbare Bilanz gegen Julian. Ist einfach, er hat die besseren Spieler. Also was soll ich denn sagen? Er ist halt Bayern-Trainer. Also, ne? Selbstreden, Alex, oder? Halten Sie es wichtig, für wichtig, diese Serie zu beenden und glauben Sie, dass es heute passieren wird? Ich möchte jedes Spiel gewinnen, egal ob gegen Julian oder nicht. Und wir haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Leistung gegen Dortmund nicht gereicht hat. Was muss ich also für heute ändern? Weiter Gas geben, gesamtes Potenzial abrufen, defensiv gut stehen. Und dann holen wir auch hier 3 Punkte zu Hause gegen die Münchner. Das ist unsere Aufstellung. Jetzt seht ihr nochmal die Münchner, die da mit der, auf der Bank. Ja, eigentlich nur noch Werner haben, so richtig. Simakon vielleicht, aber der ist ja kein Spielentscheider dann offensiv. Also die Bank ein bisschen nachgelassen. Wobei Vidovic sich auch extrem entwickelt hat bei den Münchnern. Ja, gucken wir mal. Vielleicht holen wir hier was raus. Mal schauen. David Zagorecka auf jeden Fall auf der 6. Kimmich auf außen. Vielleicht ganz gut für uns. Lukas Mecha geht da direkt die Wege mit. Genauso wie es sein soll. Defensiv. Zumachen. Licht mit Davis. Ja, in der Linie lang. Podence wird auch viel, viel nach hinten arbeiten müssen und genau diese Balleroberung machen. Aber na, Davis ist halt fucking schnell. Egal. Guter Ball von Bayer. Dardai. Bringt den nur flach in die Mitte. Probiert es aber selber. Es gibt Ecke. Okay. Podence bringt die. Wie immer. Nichts Neues, die kommt nicht ganz so gut, schade. Mané übrigens auf rechts ausgewichen jetzt und Musiala kommt über links, auch interessant. Hätte da vielleicht eher Müller in Sturm gestellt, Musiala auf die 10, Gnabry über rechts und Mané über links, aber gut, das ist eine Sache von den Münchnern, die machen das, wie sie wollen. Von Julian, ne? Also mir ist es relativ egal. Und die Freiburger gehen mal in Führung, klar, gegen die Braunschweiger. Da muss dann aber auch mal der Sieg her, wenn es im Klassenerhalt noch was werden soll. Wichtige Punkte natürlich auch für Joachim Löw, dass der da im Amt bleibt. Und wir spielen das bisher ganz gut. Kommen noch nicht viel von den Münchnern. Björkan. Mit Lukas Mekka mit. Leg ihn quer. Neuer hebt da den Arm, der Reklamierarm. Diesmal war er auch zum Bälle halten da. Podence mit der Ecke. Ja, Removic macht die nochmal fest. Kommt die nochmal rein, ist die Frage. Diomande. Björkan? Nee, verläuft sich so ein bisschen. Okay, bisher nicht viel von Bayern.
Bisschen über Standards vielleicht jetzt mal. Ja, Uremovic klärt den erstmal. Upamecano, Sabitzer muss hinten rum. Upamecano wird da gut attackiert von Martin Dardai. Der kommt leider nicht an den Ball. Und dann klasse Ball von Upamecano. Kimmich, flanken kann er. Selber flanken darf er nicht. Das macht Mané. Hinten kommt Davis. Alter ist da, sehr gut. Also bisher chancenarmes Spiel. Von meiner Seite aus sage ich, gegen die Münchner muss sich das nicht ändern. Ja, können wir gerne dabei bleiben. Einigen wir uns drauf, dass keiner ein Tor schießt und gut ist. Oder Podenz geht einfach mal die Linie lang gegen zwei Mann. Bayer. Schön durchgesteckt. Martin Dardai. Kriegt den in die Mitte lang. Lukas Mecker. Manuel Neuer ist da. Bayer wieder in einer sehr, sehr guten Form heute. Es ist so ein bisschen, ja, abwechselnd. Sabitzer, schöner Außenrissball auf Musiala. Und da muss Bayern natürlich eng dran sein. Fängt ihn dann auch ab. Und jetzt nur mit dem Ball raus. Jetzt nur mit dem Ball raus, Altay, mit der Riesenparade. Martin Dardai. Boah, hätte uns da fast wirklich in ganz ernsthafte Bedrängnis gebracht. Jörg kann da mit einem guten Weg, um uns Platz zu verschaffen. Lucas Torreira. Kriegt da den durch auf Velis. Upamecano. Dayo Upamecano, könnte das ein Elfmeter für die Hertha sein, Freunde? Der Ref überprüft, wer ist Schiedsrichter? Ich weiß es nicht. Aber es gibt keinen Elfmeter, Schiedsrichter! Sag mal! Schiedsrichter, wirklich, bitte. Nur weil es die Bayern sind, darfst du auch mal gegen die pfeifen. Ne? Aber an sich, ja. Langsam schwinden die Kräfte bei uns, da hat Bayern natürlich eine deutlich bessere Möglichkeit auch zum Rotieren. Freiburg macht hier wohl das 3-0 jetzt zu und wir müssen gucken, dass wir von den Kräften her über die Halbzeit hinauskommen und unser Niveau, was wir gerade haben, aufrechterhalten können. Gibt jetzt die Konterchance über Musiala aus dem Einwurf, den Pjörkan so ein bisschen wegwirft. Sanchez, Altay sind sich da uneinig, letztendlich aber doch problemlos. Und der lange Abschlag, Dardai kann den auch nicht verlängern, holt sich dann aber den Ball zurück gegen Musiala, sehr stark. Bayer, ja, da muss der Ball auch mal hinten rum. Torreira chippt den raus für Potenz. Der spielt da Davis wund, Dardai, Riesenchance und klasse Parade von Manuel Neuer. Da zeigt er, dass er auch mit 40 noch ein Weltklasse-Torwart ist. Müssen wir mal gucken, wie alt ist denn der jetzt? Der Abwurf war es jetzt nicht, aber gut. Das ist halt, wie sich Bayern da hinten rausspielt, ist halt schon beeindruckend, muss man sagen. Wie sie da immer wieder Anspielstationen auch haben, weil sie sich halt auch bewegen. Ne? Goretzka, Mané. Goretzka, Sabitzer. Läuft sehr, sehr gut der Ball jetzt. Eine Passstaffhätte von den Bayern, die gefährlich ist. Und das könnte aber Abseits sein. Das war, meine ich, deutliches Abseits hier von Serge Gnabry, oder? Was? Schiedsrichter, Dennis. Digga, erst den Elfmeter nicht gegeben. War echt kein Abseits. Scheiße, Mann. Och, das gibt's doch wieder nicht. Jetzt lasst uns doch mal mit diesem 0-0 in die Halbzeit gehen. Naja, war trotzdem eine sehr gute Leistung. Kommt weiter so. Gegen Bayern kann man da mal hinten liegen. Wir wechseln trotzdem. Martin ist nicht dein Spiel. Kommt Yannick rein. Lukas Mecca. Kommt Rooney. Frühe Wechsel jetzt. Ja, ist okay. Zwei Wechsel in der Halbzeit. Einfach auch so ein bisschen kräftebedingt, klar. Mal gucken, was da jetzt geht. Torreira schenkt erstmal den Ball her gegen Müller. Podenz passt sehr gut auf. Einfach Jordan Bayer. Mit Rooney. Bayer Uremovic. Lässt ihn da gut laufen. Sanchez. Hat er eine Anspielstation? Ja, Torreira. Jetzt lassen wir mal den Ball laufen. Aber die Bayern lassen sich da nicht so raus. Die Maus und den hätte er früher spielen müssen. Geht dann allein durch. Bayer, klasse Pass für Rooney. Rooney an den Pfosten, Velis, Abstauber. Let's go. 1-1. Das Stadion rastet aus. Und der Trainer erst recht.
Sehr, sehr geil. Was auch immer in der Halbzeitpause angesprochen wurde, es war goldrichtig. Ganz, ganz starker Weg hier vom Mause und Bayer mit einem überragenden Pass für Rooney. Der hätte sich hier fast schon das Tor, der wäre ja erarbeitet in diesem Sinne mit einem guten Laufweg. Aber Velis macht es dann halt. Und da kommt nochmal Alejo Velis. Und was war jetzt hier? Da Vincent Sanchez im Abseits? Nein, schätze ich da. Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. War kein Abseits, oder? Wir haben das Spiel gedreht, Jungs. Wir haben das Spiel gedreht innerhalb von 6 Minuten. Der Trainer hat genau das Richtige angesprochen. Und jetzt heißt es natürlich, aufmerksam bleiben, weitermachen. Gehe mich auf Außen gegen Podence. Ball wird geblockt, Diomonde. Kann er nicht viel machen, muss. Yalla! Und Riesenparade von Ortei. Sehr, sehr stark. Knabri. Bringt den hoch und weit. Uremovic klärt ihn erstmal. Muss ja da auf Außen. Sabitzer mit viel Platz. Bringt den in die Mitte. Sanchez klärt. Sehr, sehr gut. Kimmich, gute Freistoßposition. Das ist aber nichts. Nee. Der Josch, der macht keine Freistoßtore. So, und jetzt klar. Jetzt wird Bayern sauer. Und wenn Bayern sauer wird, das ist nicht gut. Die Bayern darfst du echt nicht ärgern. Das war niemals eine Elfmeter. Nein, Dennis. Da brauchst du gar nicht hingucken. Der war sicher nicht innerhalb vom Strafraum. Richtig. Uremovic mit einem ja, cleveren taktischen Foul. Da knapp vor der Strafraumgrenze. Einen halben Meter weiter und das wäre sehr bitter geworden. Musiala abgeblockt. Goretzka. Außennetz. Puh. Bayer. Mit Rooney, der verliert den Ball. Jetzt könnte es eine Konterchance für die Münchner geben. Nein, weil Diomandé aufpasst. Schaltet schnell. Potenz. Schade. Knapp vorbei. Aber auch für ihn. Glaube ich, ist jetzt die Zeit gekommen. Für die Pause. Da kommt Alassane. Ja, und der macht hier so ein bisschen. Vielleicht sowas in die Richtung, ne? Er versucht halt jetzt vielleicht ein bisschen defensiv auch zu unterstützen. Einzelgespräch. Komm, Alassane. Ich sag dir ganz ehrlich. Auf geht's. Auf geht's, Junge. Komm. Zeig mal endlich, was du drauf hast. Torreira. Freistoß. Oh, knapp übers Tor. Schade. Und wieder die Bayern. Also das wird werden noch ganz, ganz lange. Eine halbe Stunde mit Nachspielzeit. Da müssen wir uns echt nochmal deutlich, deutlich zusammenreißen. Oh, Diomandé. Gute Balleroberung. Rooney. Oh, was war das denn? Rooney, spielst doch besser aus. Komm. Egal. Bisher sehr gute Partie. Ich sehe noch keinen Grund für einen weiteren Wechsel. Höchstens Bayer jetzt demnächst mal. Der ist aber immer noch fit. Wow, interessanter Ball. Blair kann den festmachen. Diomandé. Spielt den für Mause und der setzt sich da klasse durch. Schiebt seinen Körper rein. Kimmich passt aber auf und Uremovic passt auf uns auf. De Ligt nicht einig mit Neuer. Das sind gute Anzeichen. Hier Kimmich mit dem Ballverlust, aber Blair viel zu überhastet. Bayer, nochmal ein langer Ball. Jetzt wird's wild, das Spiel. Diomandé holt ihn sich zurück. Langer Ball raus auf Rooney. Kann ihn aber nicht in die Mitte bringen. Sehr wildes Spiel. Also da merkt man auch, die Bayern nicht unantastbar, unsicher. Da auch Abstimmungsprobleme. Velis, oh, Sanchez, schmeiß dich doch rein mit allem, was du hast hier. Naja, unsere Außenverteidiger. Die bräuchten eigentlich jetzt eine Pause. Hakim kann ich nicht bringen in so einem Spiel. Castillo schon eher, aber auch nur die letzten Minuten. Ein bisschen müssen sie einfach noch überstehen. Vlahovic. Auf links außen spielt er auch interessant. Alvarez muss hinten rum. Gut, wenn da alles zu ist. Uremovic mit der Balleroberung. Bayer. Bayer lang auf Velis, aber Upi ist da. Upi. Ja, wir kennen uns schon lange. Ist ein Kindheitsfreund quasi von mir. So, Pamecano auf Musiala. Bayer ist da gut dran. Dann kommt trotzdem der Ball raus auf Pavard. Musiala. Da geht's sehr schnell. Vlahovic. Und wieder Altay mit einer Riesenparade. Ganz, ganz, ganz stark. Kimmich. Und wieder Altay da. Sehr stark. Und jetzt werden wir unsere letzten Wechsel machen.
Byron Castillo rechts hinten. Lucas Torreira raus. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, wir lassen den letzten Wechsel offen. Wir lassen den letzten Wechsel offen. Wir müssen ja nicht fünfmal wechseln. Lea mit Torreira. Boah, wird da geschubst von Kimmich. Bell trotzdem den Ball. Macht den fest, sehr wichtig. Mauso und rechts raus. Byron Castillo, der ist frisch und neu. Setzt sich durch gegen Pavard. Bringt die Flanke. Alejo Velis. Jungs, 3:1 führen wir zu Hause gegen die Bayern. Byron Castillo mit was für einem wichtigen Lauf da. Zieht an Pavard vorbei. Der wurde gerade erst eingewechselt. Velis setzt sich dann hier gegen De Ligt und gegen Upamecano durch. Sehr geil. Und wir führen 3:1 gegen München. Jetzt kann es ja nur noch aufwärts gehen. Und das ist nicht mal unverdient. Das ist nicht mal unverdient. Das ist zwar ein Spiel, das hätte so und so ausgehen können. Aber der Sieg ist... Oh, Sanchez. Sanchez, was macht er denn? Wanner. Paul Wanner. Riesenparade, Alter. Der hält uns hier hinten auch alles fest. Ganz wichtig. Wanner auch ein bisschen egoistisch da mit dem Außenriss. Also das hätte, sehe ich als Trainer echt nicht gerne. Goretzka. So. Eine Minute gilt es noch zu überstehen. Vielleicht noch ein 4:1. Torreira. Nee, das wäre zu viel. Castillo nochmal. Wanner nochmal raus. Björkan. Und damit war es das. Wir gewinnen 3:1 zu Hause gegen die Münchner. Nee, fertig sind wir noch nicht. Torreira nochmal hinten rum. Genau. So läuft's. 3:1 Sieg. Zu Hause Standing Ovations von den Fans. Für niemand geringeren als Alejo Velis mit seinem Hattrick. Riesen Partie von dem Jungen. Plea auch gut reingekommen. Rooney, naja, der muss sich noch ein bisschen jetzt gewöhnen an die Bundesliga. Das ist kein Problem. Diomande, gutes Spiel. Mause und klasse Spiel. Torreira auch. Castillo überragend reingekommen. Björkan, gute Partie. Die beiden in der Mitte haben das gemacht. In Ordnung. Altay ganz viel festgehalten hinten. Podenz sehr stark. Bayer sehr stark. Und Dardai im Mecker. Waren die richtigen Auswechslungen in der Halbzeit. Das hat gepasst. Verdienter Sieg. Sehr geiles Spiel von den Jungs. Und ich bin einfach nur glücklich. Ausgestreckte Arme, was für ein Sieg. Unsere Kritiker ersticken an den eigenen Worten. Und alle, die an uns gezweifelt haben, auch ihr, die hier zuguckt, verneigt euch vor dem Meistertrainer und vor allem vor dem Meisterstürmer, vor Alejo Velis. Es war eine beeindruckende Leistung, selbst wenn man ihre jüngste gute Form im Hinterkopf hat. Auf jeden Fall und vor allem war es die richtige Antwort aufs Dortmund-Spiel. So. 100% gegeben und daher absolut verdient gewonnen. Riesenergebnis natürlich. Sagen Sie uns bitte, wie Sie das gemacht haben. Ist der Verdienst der Spieler. Ganz klar. Klasse Partie. Und da sehen wir uns mit den Ergebnissen des Spieltags. Ich möchte eine Sache erwähnen. Filip Uremovic hat im Interview nach dem Spiel ganz klar gesagt, es waren unsere Worte, die die Mannschaft da rausgekitzelt haben. Die einfach die Spieler angeregt hat, hier ihr Bestes zu geben, das Spiel zu drehen gegen München. Ein 1:0 zur Halbzeit zu drehen, das ist nicht einfach. Und dann noch mit einem 3:1. Überragend. Also besser geht's wirklich nicht. Danke auch Philipp, dass du da an mich denkst und dass du der Presse, die gerne mal auf die Trainer einhaut, hier zeigst. Bei uns war es der Coach, wegen dem wir gewonnen haben. So, und jetzt aber mal auf die Ergebnisse gucken. Köln 1:1 gegen Frankfurt. Ja, gut für uns, dass bei Frankfurt die Form im Moment nicht so gut aussieht, weil gegen die geht's als nächstes, da geht's in die Main-Metropole. Und ja, die sind ja bekanntlich, haben eine der besten Fans Europas, wenn nicht sogar der Welt. Das wird nicht angenehm, dort zu spielen, aber ich glaube, unsere Jungs haben jetzt gegen Bayern bewiesen, dass sie sowas können. Hannover, die machen es besser als wir, gewinnen einfach mal 3:0 gegen Dortmund. Gut. Haben nicht vor der gelben Wand gespielt, aber trotzdem ein beachtlicher Erfolg. Und Dortmund kann somit den Patzer von Bayern auch nicht ausnutzen. Hoffenheim mit einem 1:1 gegen Berlin. 2 Tore in der Nachspielzeit. Die produzieren aber auch Stürmer ohne Ende, die Hoffenheimer, ne? Mörschett und Öztunali, dass der auch immer noch dort spielt, ne? Der ist ja erst 28. Ich denke schon, der ist mittlerweile 33 oder so. Gefühlt auch schon ewig dabei. Wolfsburg 1:0 Sieg gegen Mainz. Okay. Die kommen gut aus der Winterpause. Gladbach mit dem 1:1 gegen Leverkusen. Gut für uns. Damit können wir an beiden vorbeiziehen, beziehungsweise weiterhin vor Leverkusen bleiben.
Die Freiburger mit einem ganz, ganz wichtigen Erfolg jetzt gegen Eintracht Braunschweig. Ja, trotzdem, da muss noch um einiges mehr kommen, weil es aktuell ist. Scheinbar aber erstmal Jogis Löw Job gerettet, ne? Augsburg nochmal mit einem 2-0 gegen Bielefeld. Gut, die verschenken halt die Punkte. Wir mit einem überragenden 3-1 gegen die Münchner und Stuttgart gegen Leipzig ein 3-3. Also irgendwie wackeln sie da alle so ein bisschen, ne? Naja, gut. Naja, gut. Und es ist extrem nah beieinander hier. 5 Punkte von Platz 3 bis Platz 11. Das ist halt auch, boah. Na gut. Na gut. Freunde, wir sehen uns im Frankfurt-Spiel. Ich habe richtig Bock und ich bin glücklich, dass wir hier so ein geiles Spiel abgeliefert haben. Bis dann.